Die Currywurst, das bekannte Fastfood made in Germany, feiert seinen 50. Geburtstag. 1959 ließ sich die Berlinerin Hertha Heuwer die Soße aus Ketchup und Chili patentieren. Für Fachleute gehört zu einer richtigen Currywurst auch Service mit Herz. Oh, eine gute Currywurst hat natürlich Ketchup, Curry und unser hauseigenen Ketchup, Freundlichkeit, Nettigkeit und ein lecker Brötchen. Heute ist die Currywurst die Nummer 1 an Deutschlands Imbissständen, nicht nur in Berlin. Bei Konopke im Prenzlauer Berg waren die Wurstschnitzel auch zu DDR-Zeiten schon genauso beliebt wie im Westen. Bei uns ist die Currywurst der Hauptumsatzanteil und wir haben die seit 1960 im Sortiment. Und ist bei uns der wichtigste Punkt und die Kunden kommen alle her wegen der Currywurst. Dazu muss ich dann sagen, leider essen die Kunden weniger Bockwurst, weniger Wiener oder Knacker. Beim Biers am Kurfürstendamm gibt es die Edelvariante. Hier trinken prominente Besucher schon mal Champagner zu ihrer Currywurst. Bei Ernährungsexperten hat das Schnellgericht allerdings keinen guten Ruf. Sie sei zu fettig, zu salzig, zu süß. Und richtig satt mache sie auch nicht. Doch die Fans bleiben ihrer Currywurst treu. Aber die gut schmeckt. Und so einmal im Monat gönne ich es mir. Ich weiß ja, dass es nicht das gesundeste Essen ist. Danach fühle ich mich auch nicht so richtig gut, aber dabei schmeckt es. Erstens, weil es mir gut schmeckt. Zweitens, weil es schnell geht. Drittens, weil es preiswert ist. Das schmeckt einfach. Es ist eine Berliner Geschichte und die isst man halt hier in Berlin. Man isst sie nicht nur in Berlin. Doch hier wird die Currywurst so verehrt, dass eine Privatinitiative ein Museum für sie plant. Die Verhandlungen laufen noch.